stattfinden? Das ist wahrscheinlich am besten so. Ist ganz in der Nähe. Und im Kastell aller Flaggen herrschte nach der Schlacht mit dem emporstrebenden Magus ein ziemliches Durcheinander. Fürst Baccaro wird es einiges an Mühe kosten, falls er plant, es wieder für die Konferenz instand zu setzen. Bis dann, dann. Die meisten Besitztümer, die ich mit mir brachte, gingen verloren, als die perfekte Sprung im Meer versank. Ich frage mich, ob ich auf dieser Insel eine passende Gewandung finde. Der bretonische Geschmack lässt einiges zu wünschen übrig. Wieso mache ich mir darüber Sorgen? Was ich anhabe, ist völlig in Ordnung. Genau. Habt ihr denn mit den beiden geredet schon? Wir haben nicht über Frieden geredet, falls es das ist, was ihr wissen wollt. Wir sind uns in wichtigen Fragen uneins, was der Grund ist, aus dem Diplomatie zumeist mit gesellschaftlichen Anlässen beginnt. Bankette, Bälle, Jagden und dergleichen. Selten geht es dabei allerdings darum, dass man um sein Leben kämpft. Worüber habt ihr geredet? Wir haben einander mit Geschichten darüber unterhalten, wie wir die Schiffsunglücke und unsere Abenteuer auf Armenos überlebten. Ich dachte, Emmerik hätte seine besten Jahre hinter sich und wäre nicht länger der große Held. Und Irnsgar kam mir jung und ungestüm vor. Nun habe ich einen anderen Blick auf sie. Ganz im Ernst, ne? Es ist ein erfundenes Reich und es sind erfundene Herrscher, aber irgendwie geht mir das doch schon das Herz auf. Ja, so. So lang. Alles. Reiten wir los. Palace. I drink a Helles in the palace. Ein, zwei Bier schaden nicht mir. So, da. Müsste doch alles richtig sein. Und rein. Begonnen verloren. Ich bin aber immer noch nicht so sicher. Was? Achso, wir sind... Hey, Hübscher. Ha? Fürst Baccaro mag verkündet haben, dass dies eine Feier für die Allianzanführer ist. Doch alle sind nur gekommen, um den Helden zu sehen, das ist doch das der Ende. Das Kastell aller Flaggen gerettet hat. Ich bin beeindruckt, wie rasch die Kunde sich verbreitete. Auch wenn ich womöglich etwas damit zu tun hatte. Gibt's noch was? Ich wollte euch nur eines wissen lassen. Ich habe das mit Fürstin Arabelle geklärt. Sie betrachtet meine Schuld als vollständig beglichen. Ich glaube, sie könnte uns beide miteinander verwechselt schon haben. Gut doch ich lasse mir das nicht entgehen. Also nur rein da mit euch und viel Vergnügen auf der Feier. Ich bin sicher, wir sehen uns noch. Ihr wart auch ein Teil davon, das ist auch eure Feier. Ich habe mich ein paar Mal verkleidet, stimmt. Und ich bin froh, dass alle in Sicherheit sind. Doch von diesem ganzen Heldenkram kriege ich Ausschlag. Ich bin nicht dafür gemacht, so viel Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Wie dem auch sei. Fürstin Arabelle möchte sich gern vor dem großen Ereignis mit euch unterhalten. Sie wartet drinnen. Alles klar, viel Glück. So, ist das nicht mal ganz meine kurz. Beste Arbeit. Doch dieser Ort ist passabel. Ja, reicht. Wie ich sehe, habt ihr unsere königlichen Gäste davon überzeugt, zu unserer kleinen Zusammenkunft zu kommen. Gut gemacht, mein Teurer. Immer der Teure. Nun zum kniffligen Teil. Sie müssen überredet werden, für Fürst Baccaros Gespräche zu bleiben. Nach so vielen Gefahren könnte ich es Ihnen nicht vorwerfen, wenn Sie beschlüssen, lieber zu gehen. Ich glaube, die bleiben. Bestens, mein Teurer. Ihr habt Emmerik und die anderen vor dem Orden der Emporstrebenden beschützt und der Bedrohung durch den Magus ein Ende bereitet. Zudem habt ihr auch noch die Gespräche gerettet und die Hoffnung auf einen Frieden bewahrt. Nehmt dies. Dieser Tag ist euch genauso gewidmet wie den anderen. Ich habe eine Ansprache zu halten. Übung macht den Meister. Wir sind hier, um die Zusammenkunft dreier großer Anführer zu feiern. Und um jenen Helden, der die Delegierten rettete und unsere Hoffnungen auf Frieden am Leben erhielt, unsere Wertschätzung zu zeigen. Im Namen von Fürst Baccaro und der Liga der Standhaften bitte ich unsere geehrten Gäste, die Feierlichkeiten zu genießen.
Das Altmeri-Dominion dankt unserem Helden und verspricht eine Teilnahme, sobald die Gespräche weitergehen. Oh, ist schön. Der Ebenherzpakt stimmt aus vollem Herzen zu. Genau wie das Durchsturzbündnis. Ein dreifaches Hoch auf unseren Helden und auf Fürst Baccaro! Gut gesprochen, Großkönig, Königin und Prinz. Lasst die Feierlichkeiten beginnen. Na komm, dann müssen wir noch mal ein bisschen davon machen. Seite an Seite kämpfen? Schön und gut. Gemeinsam eine Feier besuchen? Sicher, wir sind ja zivilisierte Leute. Aber diese Friedensgespräche... Wenn Fürst Baccaro diesen Pfad weiter beschreiten will, werde ich ihm folgen. Ich mache mir allerdings keine großen Hoffnungen. Er ist schon so ein bisschen, Dingens... Aragorn, ja. Er meint nicht, dass diese Friedensgespräche eine Aussicht auf einen erfolgreichen Ausgang haben? Sehe ich wie ein Hellseher aus? Ich weiß nur, dass der Frieden mächtige Feinde hat. Jeden Tag sagen mir die Leute, dass wir das von uns aufgewendete Blut und das ganze Gold wettmachen können, wenn wir nur entschlossener vorrücken. Entschuldigung? Wenn wir unsere Bedingungen aus einer Position der Stärke vorschreiben können. Es zerrt an mir. Ihr müsst doch aber nicht auf die Leute hören, die euch sagen, ihr sollt weiterkämpfen, oder? Das muss ich wohl leider. Wenn ich beschließe, sie zu ignorieren und mich durchzusetzen, ist nicht gesagt, dass Arryn und Jorun dasselbe bei ihren Leuten schaffen. Ein Frieden ist nur dann möglich, wenn alle einsehen, dass es bei einem Krieg nichts mehr zu gewinnen gibt. Und doch, wenn die anderen es versuchen wollen, werde auch ich das tun. Es ist ein guter. Komm, erstmal sie. Ich glaube, ich kann dieses bretonische Paradies noch ein Weilchen ertragen. Erachtet es als meine Art, das anzuerkennen, was ihr alles für uns geleistet habt. Für mich. Wenn ihr alles daran setzen könnt, drei törichte Königliche zu retten, kann ich auch versuchen, eine Gesprächsgrundlage mit meinen Feinden zu finden. Meint ihr, es besteht eine Chance, dass die Friesenverhandlungen erfolgreich sein werden? Eine Chance besteht immer. Solange Fürst Baccaro die nötigen Arrangements trifft. Wir haben eine Gelegenheit, schrecklichem Leid ein Ende zu setzen. Was für eine Königin wäre ich, wenn ich nicht alles in meiner Macht Stehende täte, um das zu erreichen? Glaubt ihr, Prinz Inskan und Großkönig Emmerich empfinden genauso? Ich muss es annehmen. Warum sollten sie sonst hier sein? Sie sind ehrbare Anführer, trotz unserer Differenzen und des furchtbaren Kriegs, in den wir verwickelt sind. Mhm. Ich glaube, sie wollen für ihre Reiche ebenso das Beste wie für mein Reich. Bei allem, was darüber hinausgeht, können wir nur abwarten. Alles klar. Er noch? Ist auch ein guter. Heute haben wir gewonnen, mein Freund. Und ich habe eine wichtige Lektion gelernt. Manchmal ist der Feind meines Feindes mein Freund. Oder zumindest eine hilfreiche Bekanntschaft. Und wenn die Friedensgespräche tatsächlich weitergehen, werde ich mein Bestes geben, in gutem Gewissen zu verhandeln. Ja, wird's klappen? Wer weiß. Schmilzt Eis in einem Kochtopf? Da hat man Gewissheit. Doch die Gedanken, die den Herrschern Tamriels durch den Kopf gehen, die kann nicht einmal der brillanteste Weise ergründen. Aber ich werde meinem Vater eine Nachricht zukommen lassen. Um ihn um Rat zu fragen. Wird er ihn befolgen? Größtenteils. Doch er war nicht mit uns auf Arminos oder im Kastell aller Flaggen. Er hat nicht Seite an Seite mit dem Löwen und dem Adler gekämpft. Mein Vater erwartet nicht viel von diesen Gesprächen. Ich hingegen bin mir da nicht so sicher. Falls die Gespräche tatsächlich stattfinden, würde ich ihn gern überraschen. Finde ich sehr toll. Wen haben wir denn noch alles? Pflegerin Roslyn, ja, wichtig. Ihr habt da eine ziemliche Ehre seitens dieser geschätzten Persönlichkeiten erfahren. Die kenne ich doch. Ich bin doch einigermaßen sicher, dass sie nur einen kleinen Teil eurer Heldentaten kennen. Wenn diese Gespräche Erfolg haben, könnten wir diesen Krieg bald enden sehen. Dann würden keine Leben mehr beim Streben nach der Macht weggeworfen. Wie stehen die Dinge im Herrenhaus der Standhaften? Dank euch geht alles langsam wieder seinen gewohnten Gang. Die Symptome durch Viralens Experimente sind bei unseren Patienten abgeklungen. Nun können sie sich auf die Beschwerden konzentrieren, die sie ursprünglich zu mir geführt hatten. Das wird auch ein harter Kampf werden. Allerdings einer, für den wir ausgebildet wurden. Bleibt ihr dort?
Oh, natürlich. Solange dieser grauenhafte Krieg tobt, werde ich helfen, die Verwundeten zu heilen. Und ich glaube an Fürst Bakaros Traum. Etwas über das Leben unserer Feinde zu erfahren, eröffnet den besten Weg zum Frieden. Wer bist du? Die Druidin. Gut gemacht, mein Freund. Was ihr hier erreicht habt, was ihr verhindert habt. Wir alle schulden euch so viel mehr als unseren Dank und unsere guten Wünsche. Gott, sagt mal. Wenn es je etwas geben sollte, das ihr vom Steinlehre-Zirkel benötigt, dann braucht ihr nur zu fragen. Bei euch alles in Ordnung? Mehr oder weniger. Die Natur neigt dazu, das Unerwartete zu tun, aber das ist eben Teil ihrer Herrlichkeit. Der Geist des Heinz ist mittlerweile mehr Partner als Werkzeug und dafür bin ich dankbar. Ihr habt das ermöglicht. Das wird der Zirkel euch nie vergessen. Und was ist mit dem Vulkan? Haben die Druiden schon herausgefunden, wie sie ihn wieder zum Schlafen bringen können? Nein, noch nicht. Es ist, als würde der Fels sich weigern, mit uns zu sprechen. Dabei sind wir doch die Steinlehre-Druiden. Ich war damit beschäftigt, den Hain zu beruhigen, aber ich werde meine Hilfe nun wohl auch bei den Untersuchungen der Lavaschlote und des Vulkans anbieten. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Wer bist du? Ja gut, Captain. Ja. Nichts kann die Speerspitze oder die Mannschaftsmitglieder, die ich verlor, als sie unterging, ersetzen. Doch wenn ich sehe, dass der Großkönig und all die anderen Leute lebendig und wohlauf sind, macht das einiges wieder gut. Ach ja, das und die Nereiden sangen, schätze ich. Ist das deine jetzt, ja? Was machst du? Ich gehe nirgendwo hin, bis Großkönig Emmerich zu Ende gebracht hat, wofür er hergekommen ist. Aber das geht in Ordnung. Das verschafft mir Zeit, eine Mannschaft anzuheuern und die Nereiden sangen wieder in Schuss zu bringen. Also ihr behaltet die? Fürstin Arabelle hat darauf bestanden und die Herzogin schien nichts dagegen zu haben. Ich habe aber noch nicht entschieden, ob ich sie umbenenne. Der Name eines Schiffes ist stark mit Glück verbunden. Ach, und da ich schon hier bin, habe ich zugestimmt, dabei zu helfen, die Delegierten zu beschützen. Das zusätzliche Gold kann ich gebrauchen. Okay. Und natürlich meine Kaska. Gut, dass ich euch am Amenos-Strand nicht gefressen habe, Wanderer. Ohne euch wäre all dies deutlich schwieriger gewesen. So super. Und nein, ich fresse nicht wirklich Leute. Das ist nur Sänche Rathumor, soweit ihr wisst. Was werdet ihr als nächstes tun? Das hängt von Königin Eiren ab. Wir bleiben in Gonfalon, solange sie hier ist. Doch, das ist mir sehr recht. Wir haben ein neues Schiff und eine neue Mannschaft, die es einzuweisen gilt. Und ich werde Saji im Auge behalten, wie immer. Genau, da ist er, Saji. Nach Schiffbruch, Gefangennahme und gefährlichen Kämpfen hat sich Saji eine Auszeit verdient. Und vielleicht auch etwas Anerkennung für seinen Heldenmut und sein Können, ja? Saji ist der Held des Tages. Nach euch natürlich. Er war so. Ein Prost auf eure Ehre. Vor allen Dingen, dieses Kopftuch sieht immer aus, als hätte er einen Kopf verbannt, weil er halt eben, ne? Und was machst du? Lange sonnige Tage und laue Nächte voller Lieder, Getränke und Liebe. Das hofft Saji zumindest. Da Königin Eiren niemanden sonst hat, der auf diesen Inseln auf sie aufpasst, verpflichtet sich Saji hiermit dafür zu sorgen, dass sie alles bekommt, was sie braucht. Was mit der perfekten Sprung 2? Diese Aufgabe ist in Kaskas Krallen besser aufgehoben. Ja, wer soll denn nach Königin Eiren sehen, wenn nicht Saji? Fürstin Arabelle hat ohnehin darauf bestanden, dass wir helfen, die Delegierten zu bewachen. Was soll dieser also tun? Saji kann nur hoffen, dass seine Hingabe angemessen entlohnt wird. So ein bisschen Space Lord und ein bisschen Jack Sparrow. Irgendwie. So, wen haben wir noch? Ingrid, gut, klar. Bester Freund! Ich wusste gar nicht, dass ihr ebenfalls ein Wunderdiplomat seid. Prinz Irmsgar sagt, ihr habt die Friedensgespräche gerettet, indem ihr ihm das Leben gerettet habt. Zweimal! Das ist sehr starke Diplomatie. Warum ist mir das nicht eingefallen? Wie läuft's mit dem Kulturaustausch? Oh, sehr gut. Tanilin und Ulgunasch meinten, meine Diplomatie war so stark,
dass sie nicht mehr diplomatiert werden müssen. Nee, ist so schön. Sie sagten, ich soll Diplomatie an neuen Leuten begehen und neue Freunde finden. Gegen wen habt ihr denn heute sonst noch so Diplomatie begangen? Alle in der Stadt. Seeleute, Kaufleute, Fischhändler, Hafenarbeiter, Bettler, jeden, den ich erwischt habe. Die Leute mögen einen, wenn man ihnen Getränke spendiert. Obwohl ich nicht genau weiß, was das dem Ebenherzpakt bringt. Super. So, Alter, wer bist du? Ah ja. Ich möchte den Leuten nicht einfach nur helfen, damit sie mir dankbar sind. Aber wenn man dafür auf solche Feste eingeladen wird, dann beschwere ich mich nicht. Macht ihr das noch hier? Wo sonst soll ich ein Schiff finden, wenn nicht in Gonfalon? Ich werde mir eine Überfahrt buchen. Bis dahin helfe ich den Leuten. Hä? Ja. Angefangen habe ich damit, Ratten von einer Galeere zu singen. Ein bescheidener Anfang. Aber jetzt kommen die Leute mit ihren Problemen zu mir. Ich mache mir einen Namen. Es ist vielleicht nicht viel, noch nicht. Aber ich habe es mir selbst erarbeitet. Und es ist mein Name, nicht der meines Vaters. Bin ich so vergesslich? Ich? Ich werde Spaß haben. Vielleicht mal neue Gerichte kosten. Es ist schön, auf einem Fest zu sein und nicht befürchten zu müssen, dass man etwas aufführen muss. Und danach? Dann werde ich gegen Monster kämpfen. Echte Probleme lösen. Wie ihr. Ist das die Ritterin? Nein. Ah, sie? Man erzählte mir, dass mein Bruder während seines unverantwortlichen Angriffs auf das Kastell aller Flaggen durch eure Hand starb. Hätte ich seine Intrigen doch nur früher durchschaut, hätte er womöglich verschont bleiben können. Doch ich nehme an, er ließ euch keine Wahl. So war er. Er wollte die Allianzführer töten. Das sind gute. Wenn mein Bruder sich ein Ziel gesetzt hatte, ließ er nicht zu, dass ich ihm irgendetwas oder irgendjemand in den Weg stellte. Wir hatten nie eine sonderlich enge Beziehung, doch diese verschlechterte sich nur noch, nachdem ich den Titel unseres Vaters angenommen hatte. Und nun hat er unser Haus an den Rand des Ruins getrieben. Wieso? Der Großkönig sagt, er macht mich nicht für die Missetaten Damars verantwortlich. Doch die Schiffe, die das Kastell aller Flaggen angegriffen haben, wurden in der Dufour-Werft gebaut. Und viele unserer Ritter kämpften unter dem Helm der Emporstrebenden. Unsere Ehre ist unwiderruflich beschmutzt. Ja gut, schade. Die mochte ich aber eigentlich. Mhm. Wer ist... Das ist niemand? Susu, ja genau. Als die Kamals Fluch an den Felsen vor der Amenos-Passage sank, hätte ich mir nicht erträumen können, dass diese Zeit kommen würde. Doch nun beginnt erst die harte Arbeit. Nun, nachdem die harte Arbeit für den Wiederaufbau des Kastells aller Flaggen abgeschlossen ist, dann... beginnt die richtig harte Arbeit. Steht noch Hoffnung, die Kammer als Fluch zu bergen? Ach, leider nein. Sie wird nie wieder segeln. Doch nach den Kämpfen vor dem Eiland aller Flaggen sind mehrere Schiffe des Ordens der Emporstrebenden zurückgelassen worden. Da der Orden mein Schiff in ein Wrack verwandelte, hoffe ich, eines der ihren als Ausgleich zu übernehmen. Und dann? Eine Mannschaft anheuern und hier in Gonfalon wieder flott machen. Ich weiß nicht, wie lange Prinz Irnskar vorhat, hier zu bleiben, aber es wäre mir eine Ehre, ihn sicher nach Hause zurückzubringen, wenn die Zeit gekommen ist. Bis dahin habe ich Fürstin Arabelle versprochen, dabei zu helfen, alle Delegierten zu beschützen. So. Gildenmagierin Valessa, die war ja auch gut. Ich fühle mich hier ein wenig überfordert. Die Medaillons, die ich vorbereitete, haben so viel Ärger gemacht. Und dann scheiterten auch noch die magischen Schutzzauber, die ich in der Gedenkhalle wirken half bei der Abwehr des Magus. Und nun soll ich meine Bemühungen auf die Diplomatie ausrichten? Macht euch Sorgen. Ich bin keine Diplomatin. Bisher bestand meine Aufgabe darin, Fürst Baccaro und Fürstin Arabelle mit meiner Magie zu unterstützen. Ich begriff, was sie brauchten und wie man es für sie anfertigte. Aber ich weiß nichts über das Führen von Verhandlungen. Ich verstehe nicht, warum die Gilde mich geschickt hat. Ja, sie müssen schon an euch glauben, ne? Es gibt andere Magier mit mehr Erfahrung. So wie Vanus Galerion oder sonst irgendwer. Sie wären bessere Unterhändler. Ah,
Das ist der Punkt, nicht wahr? Meine Rolle hier ist gar nicht die einer Unterhändlerin. Ich soll nur ehrlich in meinen Aussagen sein und für alles offen bleiben. Das bekomme ich hin. Okay. So, dann geht's hier weiter. Diese Reihe. Wer ist das da? Niemand? Wir hatten.